Ja, mit der Rikscha fahre ich seit August 2018. Ich muss sagen, ich bin erst seit kurzem Pensionist. Früher habe ich unterrichtet, also 30 Jahre lang Hack unterrichtet, Sport und Geografie, aber seit kurzem bin ich also frei. Ja, meine Mutter ist schon längere Jahre im Heim gewesen und ich habe Gott sei Dank in der Zeitung ein Rikscha-Bild gesehen. Habe mir gedacht, das wäre nicht so schlecht, wenn die Heimleitung eine Rikscha kaufen würde. Habe sie instruiert, ein bisschen angestachelt und ja, gesagt, wenn sie das kaufen, dann fahre ich mit den Leuten. Früher bin ich täglich mit der Mutter gefahren und anschließend noch mit den Damen, Herren, die unten herumgesessen sind. Und mittlerweile fahre ich halt, die Mutter gibt es leider nicht mehr, fahre ich halt mit meinen Freunden noch weiter. Ja, meine Mutter ist dement gewesen, hat natürlich immer wollen, wenn ich mit ihr gefahren bin, das ist ein relativ steiler Hügel herauf, hat sie gesagt, ich werde absteigen, weil ich gehen. Und ich gesagt, Mutter, probieren wir noch, geht noch. Weil sie hat das nicht entsprechend mit registriert, dass ich nicht mehr gehen kann. Aber es ist ganz gut gegangen, es hat Spaß gemacht und sie hat immer eine Freude gehabt. Und das Schöne ist, wenn sie unterwegs sind, dann freuen sie sich, aber wenn sie zu Hause kommen, wissen sie meistens nichts mehr davon. Aber Gott sei Dank habe ich dann können auf hinweisen, dass auf den Augenblick, der Augenblick zählte. Ja, für mich ist, also im Prinzip, viele wollen dann bezahlen. Und sie sagen, was zahle ich, was bekommst du dafür? Ich sage nichts, ein Lächeln passt. Manchmal bekomme ich auch einen Kuss. Das ist ja schön, wenn ich einfach das Strahlen in den Augen sehe. Das baut mir am meisten auf. Ich hoffe, dass ich da vielleicht ein Trendsetter sein kann, dass andere Heimleitungen auch das sehen, anerkennen und so weiter, also fahren würden. Also wäre nicht so schlecht. Mittlerweile sind wir eine Attraktion in Villach, das fällt auf. Und das ist einfach das Schöne, wenn die Leute kommen, Daumen hoch zeigen, klatschen und das baut mir auf und das freut mich. Da vergisst man dann die Anstrengung. Wir fahren im Winter durch, da haben wir eine Sitzheizung mit Muff, mit Decke vorne, also ist komplett alles ausgerüstet. Das passt schon. Wir machen aber immer Pause. Wir haben da so gewisse Destinationen, Eisdiele und so weiter. Oder entsprechend in Parks, wo man bei den Wasserspielen stehen bleiben. Also da schauen wir schön an. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag wird's nimmer wieder sein. So ein Tag.